Das ist die Universität Potsdam, gegründet 1991, also eine vergleichsweise junge Universität. Ihre Standorte sind in der schönen Landeshauptstadt Potsdam verteilt. Es gibt drei Hauptstandorte, genannt Campus: Griebnitzsee, Golm und am Neuen Palais und darüber hinaus noch viele kleinere Standorte in der Stadt. Der Campus am Neuen Palais ist durch seine Gebäude aus der Zeit von Friedrich dem Großen und seine Nähe zum Parc Sanssouci sehr beeindruckend. Leon studiert im dritten Semester Lehramt für die Sekundarstufen 1 und 2, die Fächer Deutsch und Mathematik. Die Lehrveranstaltungen für das Fach Deutsch finden hier statt. Leon hat ein Buch aus der Bibliothek geholt für eine Vorlesung im großen Hörsaal, dem Audimax. Hier kommen meist einige hundert Personen zusammen, um den Ausführungen der Professorinnen zuzuhören. Es gibt auch kleinere Veranstaltungen, Seminare, in denen in Gruppen gearbeitet wird. Im Studium ist aber auch selbstständiges Arbeiten und Lernen ein fester Bestandteil. Dafür stehen Computerarbeitsplätze, Lernräume und Bibliotheksarbeitsplätze zur Verfügung. An warmen Tagen sind die Wiesen am Neuen Palais ein beliebter Lernort. Als Leon aus dem Hörsaal rauskommt, denkt er zurück an die Zeit vor seinem Studium. Damals hat er lange überlegt, ob Lehramt das Richtige für ihn ist. Nach der Beratung durch die zentrale Studienberatung hat er sich dafür entschieden und bereut diese Entscheidung bis heute nicht. Leon steigt auf sein Fahrrad und radelt zum Campus Golm, wo er den mathematischen und den bildungswissenschaftlichen Teil seines Studiums absolviert. Dort trifft er sich mit einer Freundin zum Mittagessen in der Mensa. Marie studiert im ersten Semester Mathematik im Einfach-Bachelor-Studium und hatte gerade eine Veranstaltung im Goldenen Käfig, eines von vielen modernen und spannenden Gebäuden am größten der drei Hauptcampus. Marie wohnt im Studentenwohnheim auf dem Campus. Vor dem Essen wirft Marie auf der Suche nach einem Job einen Blick auf das schwarze Brett. Demnächst geht sie auch zum Studentenwerk, um die studentische Jobvermittlung in Anspruch zu nehmen. Das Studentenwerk stellt neben Mensen und Cafeterien an allen Campus auch Wohnheimplätze für Studierende und Beratungsangebote, zum Beispiel zu den Themen studentische Jobs und BAföG, zur Verfügung. Nach dem Mittagessen beginnt die nächste Veranstaltung und es geht weiter mit dem Studium. Leon und Marie fahren nach der Veranstaltung gemeinsam zu ihrem Stand-Up-Paddling-Kurs, der vom Hochschulsport angeboten wird. Dieser bietet neben den klassischen Sportarten auch einige Kurse auf dem Wasser an. Hochschulsport ist aber nur eine von vielen Freizeitmöglichkeiten, die im universitären Kontext angeboten werden. Daneben gibt es zum Beispiel Theatergruppen, Chöre, Orchester oder Universitätszeitschriften. Aus dem Kurs kennen die beiden Ali, der heute leider nicht dabei sein konnte. Sie holen ihn am Campus Griebnitzsee ab, wo Ali Rechtswissenschaft studiert und wo man an verschiedenen Ecken Rotkäppchen begegnet. Für heute neigt sich der Unitag dem Ende zu und sie machen sich auf den Weg nach Babelsberg zum Geburtstag einer Freundin. Dieses Video wurde durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.